Die Autobahnpolizei Braunschweig. Steven und Marc kontrollieren heute den Verkehr auf der A2 und der A39. Das Besondere, sie sind mit dem sogenannten Provida-Fahrzeug unterwegs. Sie ahnden Raser und andere Verkehrssünder unentdeckt und unmittelbar. Dieses Fahrzeug ist mit einer geeichten Geschwindigkeitsmessanlage und zusätzlich einer Videoanlage ausgestattet. Die macht es möglich, Abstandsverstöße zu dokumentieren, Geschwindigkeitsverstöße zu dokumentieren und natürlich auch bei der Beweisführung von Verkehrsstraftaten, Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung, also dichtes Auffahren. Das lässt sich alles mit diesem System bestens dokumentieren. Wir sind auf der BAB 391, Fahrt Richtung Salzgitter, vor uns ein Mercedes aus erlaubt hier 80 km/h durch Festbeschilderung. Jetzt bei Kilometer 3,6 eine Synchronmessung für diesen Mercedes gestartet. Hier im Bild wieder die 80 km/h links und rechtsseitig aufgestellt. Das war zu kurz, das waren nur 150 Meter. Jetzt wieder im Bild die 80 km/h. Auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Salzgitter. Fahrzeug ist direkt vor uns im linken Fahrstreifen. Je länger die Polizisten das Fahrverhalten dokumentieren, desto größer die Beweislast. Oh, der fährt auch schon teilweise schon dicht auf, ja. Fahrzeug wechselt jetzt in den rechten Fahrstreifen. Wurde jetzt rechts überholt von eine Synchrone von Horn gestartet bei 1,5, erlaubt hier noch 80 km/h. Hier mit 129 gemessen. Steven und Marc können bei der Verfolgung nur bedingt Rücksicht auf Tempolimits nehmen. Ja, da nehmen wir dann Sonder- und Wegerecht in Anspruch. Natürlich auch zur Dokumentation dieser Ordnungswidrigkeiten. Anders wäre es ja uns auch nicht möglich, diese Ereignisse zu dokumentieren. Wenn man dann jedes Mal sagen würde, okay, jetzt müssen wir dann selber zu schnell fahren, dann brechen wir das Ganze ab. Das würde dann keinen Sinn machen. Es kommt gleich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Fahrzeug wechselt jetzt in den linken Fahrstreifen. Seit 10 Minuten folgen die beiden dem Auto. Jetzt wieder nach rechts gewechselt. Kurvenbereich 40 km/h. Jetzt eine Synchronmessung ausgelöst für 65 gemessen. Ja, das waren jetzt mehrere Sachen. Also was wir eben vorwerfen können, ist eine Geschwindigkeitsüberschreitung und natürlich dieses Rechtsüberholen von dem einen Pkw, weil es ihm augenscheinlich ja, zu langsam ging. Und der andere Pkw, der hat sich aber an die Geschwindigkeit gehalten bei den 80 km/h. Nur der Herr, der konnte es da nicht abwarten, war ein bisschen ungeduldig und hat ihn dann rechts überholt. So ein Stöckheim, oder? Fahrzeug werden jetzt nach vorne raus Haltezeichen gegeben. Wir überholen das Fahrzeug jetzt. Jetzt ist die Heckkamera eingeschaltet. Fahrzeug werden jetzt nach hinten bitte Folgezeichen gegeben. Fahrzeug wird an der Anschlussstelle Braunschweig-Stöckheim angehalten, kontrolliert werden. Fahrzeug folgt. Ja, das kommt hier noch. Fahrzeug folgt. Wir halten jetzt vor dem Helmholtz-Institut. Kann ich anfangen? Ja. 12:33 Uhr. Guten Tag. Mein Name ist von der Autobahnpolizei aus Braunschweig. Der Grund, warum wir sie anhalten, ist zum einen eine Geschwindigkeitsüberschreitung und das Rechtsüberholen von dem einen Pkw vor sich, kurz vor dem Dreieck Südwest. Das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit oder Ordnungswidrigkeiten. Müssen Sie nichts zu sagen. Nennt sich Belehrung, steht so im Gesetz, dass ich Ihnen das sagen muss. Ich bräuchte allerdings Ihren Führerschein, Fahrzeugschein und einen Ausweis. Wir haben das Ganze auf Video aufgezeichnet
Wenn Sie möchten, können Sie sich das anschauen. Ist ein Angebot, müssen Sie natürlich nicht. Dankeschön. Jawohl, vielen Dank. Wollen Sie sich das anschauen oder? Nee. Nee? Okay, kleinen Augenblick, ich erkläre mir das ganz kurz. Machte mir nicht den Eindruck, dass er jetzt davon überrascht war. Ich habe ihm auch angeboten, dass er sich das Ganze angucken möchte. Aber da er ja vor kurzem immer noch selber dabei war, hat er, denke ich, mal darauf verzichtet. Weil es natürlich auch für die Leute mal ein bisschen schwierig ist, den Fehler, den man gemacht hat, dann nochmal wiederholt zu sehen und sich das vorhalten zu lassen. Jeder geht da natürlich unterschiedlich mit um. Und ich glaube, er weiß schon, worum es geht. Verbesserung für diesen Mercedes gestartet. Wir gucken uns jetzt nochmal das Video an und werten das hier vor Ort schon mal grob aus, ob das alles verwertbar ist, was wir da drauf haben, um ihm dann auch schon sagen zu können, worum es in etwa geht. Willst du die 158 Meter haben oder das andere? War, glaube ich, auch 129 oder so, die war aber länger. Die ist dann, glaube ich, besser. Wird knapp rüber, ne? Also das Rechtsüberholen ist natürlich in dem Moment gefährlich, wenn der überholt wird, dann vielleicht doch nochmal versucht, rechts rüber zu ziehen. Weil er ja nicht damit rechnet, dass plötzlich jemand neben ihm ist, wo bis eben noch die Fahrbahn frei war. Und in der Regel wird das ja dann mit einem Geschwindigkeitsüberschuss gemacht. Das heißt, derjenige, der rechts überholt, zieht nach rechts rüber, gibt Gas, um schnellstmöglich dran vorbeizukommen. Und der andere muss es ja in dem Moment gar nicht so mitkriegen, weil er eben noch geguckt hat, ja, da ist frei, versucht rechts rüber zu ziehen und dann passiert ein Unfall. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Unfälle auf den Autobahnen um Braunschweig leicht gestiegen. Eine häufige Unfallursache: falscher Fahrbahnwechsel. So, einmal die Papiere zurück. Das Ganze geht bei der Stadt Braunschweig an die Bußgeldstelle und die werden Sie dann anschreiben. Da können Sie sich dann nochmal zu äußern, wenn Sie wollen, oder sich wahlweise auch einen Rechtsanwalt nehmen. Das müssen Sie dann entscheiden. Ja? Trotzdem noch einen schönen Tag. Tschüss. Allein das verbotene Überholen kann den Mann 100 Euro und einen Punkt kosten. Doch das ist nicht alles. Die Geschwindigkeitsüberschreitung, die wir ihm zusätzlich noch vorwerfen, das ist 42 km/h zu schnell. Das würde nach sich ziehen, 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot und dann noch mal zusätzlich 160 Euro Bußgeld. Was die Stadt Braunschweig als zuständige Bußgeldstelle dann da als Gesamtpaket draus schnürt, das obliegt dann deren Entscheidung. Es kommt auch darauf an, ob er schon Voreintragungen hat, ob er sowas öfters schon gemacht hat. Das kann dann natürlich diesen Satz auch noch erhöhen dementsprechend. Steven und Mark fahren zurück auf die Autobahn. Den weißen Kleinwagen da vorne, der ist recht zügig unterwegs. Hier darf er das noch, hier ist noch frei. Aber jetzt kommt gleich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100. Den Kia, glaube ich. Wir sind auf der BAB 39, Fahrtrichtung Salzwedel. Aktuell eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h. Vor uns ein Kia aus. Ich mach mal, ne? 162, jetzt eine Synchronmessung für den Kia aus gestartet. Im linken Fahrstreifen, wechselt jetzt in den rechten Fahrstreifen. Jetzt hier wieder die Wiederholung der 80 km/h Beschilderung. Wir sind auf der BAB 39, Fahrtrichtung Salzwedel. Fahrzeug wechselt jetzt wieder in den linken Fahrstreifen. Hier mit 137 gemessen. Bußgeld 2 Punkte und ein Fahrverbot. Das könnte den Fahrer nach dieser Messung erwarten.